bin ganz gut angekommen in Kiel. Wir haben zwar, oder mein Trainerkollege und ich haben noch nicht so viel von Kiel gesehen tagsüber. Was nicht heißt, dass wir nachts aktiv sind, aber wir sind doch recht früh morgens hier auf der Anlage und bereiten das Training vor. Und das zieht sich dann auch Nachbereitung vom Training und dann am frühen Abend schaffen wir es dann mal rauszukommen, haben uns ein paar Locations angeguckt, haben mal was gegessen da. Also Restaurants, glaube ich, da sind wir ganz gut aufgestellt bisher. Das funktioniert ganz gut. Ja, die letzten Wochen sind eigentlich so verlaufen, dass wir unheimlich viel zu tun hatten. Wir haben seit dem Start haben wir das eigentlich in drei Phasen aufgeteilt. Jetzt, die erste Phase war natürlich klar, Vorbereitung auf die ersten Spiele. Das wird jetzt mit Magdeburg abgeschlossen. Diesen läuten wir im Prinzip die zweite Phase ein, wo wir dann unheimlich viel mit den Jungs erarbeiten können, was schon ganz gut war, wollen wir natürlich beibehalten, und die anderen Dinge, die wir jetzt noch nicht so ansprechen konnten im Training, wollen wir dann in diesen 14 Tagen ansprechen, sodass wir uns dann wieder auf die zweite Phase ganz gut vorbereiten. Also ich glaube schon, dass die Wochen so bisher ganz ordentlich verlaufen sind. Ich mache es jetzt nicht am Ergebnis nur fest, sondern ich mache es hauptsächlich daran fest, wie viele Inhalte wir in die Mannschaft transportieren konnten und wie wir uns auf die Spiele vorbereiten konnten. Ja, ich glaube, drei Dinge, die an Kiel gefallen. Also ich hatte ja das Glück, was mir nachgesagt worden ist, dass eigentlich nicht so viel schönes Wetter ist. Und wir hatten doch recht viel schönes Wetter. Ich habe also viel am Wasser sitzen können, konnte mir viele Locations, die wassernah sind, angucken. Also das hat schon unheimlich hohe Lebensqualität, muss man schon sagen. Stadt selber habe ich mir jetzt nicht angucken können, so viel Zeit haben wir dann doch nicht gehabt. Ja, klar, das Leistungszentrum hier, die Infrastruktur hier im Verein, klar, das sind natürlich auch Dinge, die einem direkt so ein bisschen gefallen, weil das ist eigentlich der sogenannte Arbeitsplatz, auch wenn es nicht selber als Arbeit für einen wirkt, aber das ist schon recht positiv, muss man schon sagen. Ja, und ansonsten Menschenschlag hier von wir Kölner, wir Rheinländer sind da sehr offen. Es ist nachgesagt worden, dass die Norddeutschen doch recht unterkühlt sind. Das habe ich jetzt bis dato noch nicht feststellen können. Also ja, ich glaube, das ist eigentlich auch ganz positiv. Ja, der Hermi hat doch schon mächtig einen abbekommen in dem Spiel gegen Mainz. Und da konnte man auch direkt sehen, dass da ein bisschen was passiert ist. Er hat ja die ersten Einheiten dann nicht so wirklich mitgemacht, hat sich erstmal ein bisschen regeneriert, hat auch eine Gehirnerschütterung. Da ist dann auch der Fußball total nebensächlich. Also da geht es dann um die Gesundheit von dem Spieler und alles andere ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Wir haben ein bisschen miteinander gesprochen, er kann sich an wenig erinnern vom Spiel und vom gesamten Tag. Das ist dann auch schon mal so eine Sache, wo man sich kurz mal schütteln muss, weil solche Dinge wie Gesundheit, die stehen halt über allem. Und deswegen war für uns eigentlich auch wichtig, dann mit ihm da ein bisschen drüber zu reden, wie er das wahrgenommen hat und vor allen Dingen, wie er sich fühlt und ob er in der Lage ist, jetzt in den nächsten Tagen zu trainieren. Er hat jetzt heute trainiert und das ist eigentlich ganz positiv verlaufen. Also meine Wahrnehmung bezüglich des Knockouts war halt erstmal erschrocken. Dann über den Verlust so ein bisschen von dem Tag halt auch ein bisschen erschrocken. Bin aber jetzt wieder positiver Dinge, dass es ihn eigentlich jetzt wieder, oder dass er jetzt im Prinzip wieder auf einem guten Weg ist. Eine Mannschaft, die jetzt in den letzten drei Spielen erfolgreich war, das beflügelt natürlich mit den nötigen Fans im Rücken, wird uns natürlich ein bisschen was erwarten da, klar, logischerweise. Positive Stimmung dann wahrscheinlich von den Rängen ihrer Mannschaft gegenüber. Uns gegenüber natürlich dann dementsprechend ein bisschen anders, aber es ist immer ganz schön, wenn solche Spiele hast, wo Stimmung drin ist, wenn sie dann positiv ist, im Sinne von, klar, sie sollen ihre Mannschaft unterstützen, dann ist halt auch immer ein bisschen an uns,
wie wir damit umgehen. Und ist auch eine tolle Herausforderung, dann da zu bestehen, finde ich. Also dafür spielt man Fußball, solche Spiele zu haben, wo Stimmung ist. Und ob die dann für einen ist oder gegen einen ist. Aber Tatsache ist, es wird nicht leise werden.